zum 19:21. Alex Wirth wird da in der Luft abgefangen. Freiwurf Post Schwerin. Penske läuft sich fest. Und schön über die Außen gespielt. Und Schimmler verkürzt. 5 Minuten vor dem Ende. Auf 20:21. Christoph Köln bleibt hängen am Block und dann am Torwart des SV Post Schwerin. Alex wird schön weiter gespielt auf Schimmler. Aber der scheitert. Und so bleibt es beim 21:20 für den HC Emporoso. Und wieder Quetnau hat die Hand am Ball, entschärft diesen Ball und hält Post. Summe dem Spiel 20:21. 3,5 Minuten noch. Schönes Anspiel an den Kreis und er scheitert wieder. An Johnny Hagen. Und der Schuss von Benny Holz geht am Tor vorbei. Knappe 2 Minuten noch auf der Uhr. Freiwurf Post Schwerin. Und Auszeit genommen, 2 Minuten vor dem Ende von Lutzka aus dem Trainer des SV Post Schwerin.
Die Partie wird fortgesetzt. 2 Minuten noch auf der Uhr. 20-21 Ballbesitz Post-Schwerin. Schönes Anspiel an den Kreis, erfolgreich abgeschlossen von Müller zum 21-21. Noch 34 Sekunden auf der Uhr und Auszeit genommen vom HC Emper Rostock. 21-21. Die Partie wird fortgesetzt. 34 Sekunden auf der Uhr. Angriff HC Emper Rostock. Spielstand 21-21. Zeitspiel angezeigt. Und Zeitspiel abgepfiffen. Und hinterher noch geworfen durch Philipp Mint. Und es gibt eine 2 Minuten Strafe gegen Philipp Mint. Auf der Uhr, 21-21. Ballbesitz Post Schwerin, Überzahl Post Schwerin. Die Chance jetzt vielleicht zum Siegtreffer für die Post-A-Jugend. Wenn es gesetzlich durch ist, es gibt erneut eine 2 Minuten Strafe gegen den HC Emper Rostock. Und zwar gegen die Nummer 8, Benny Holz. Ben Menze hatte sich da schön durchgesetzt. Liegt nun am Boden, wird behandelt. Es sind noch 4 Sekunden zu spielen. So. 4 Sekunden noch auf der Uhr. Post Schwerin. Beim Freiwurf 21-21. Und er steigt er hoch und scheitert. Und damit bleibt es beim 21-21 Endstand zwischen Post Schwerin und dem HC Emper Rostock.